Leipzig-Bayreuth. Heute erinnert die Opernwelt und im Besonderen ihre Wagnerianer an den 200. Geburtstag von Richard Wagner. Wir konnten ihm kurz persönlich gratulieren und gleichzeitig eine dringliche Frage an ihn richten. Maestro Wagner, zunächst herzlichen Glückwunsch zu Ihrem heutigen 200. Geburtstag. Dankeschön. Wie Sie wissen, ist es sehr schwierig, Eintrittskarten zu den Bayreuther Festspielen zu bekommen. Was empfehlen Sie? Wenn man was wirklich will, dann bekommt man das auch. Mit welchen Mitteln auch immer. Ich weiß, wovon ich spreche. Für Sie, Maestro Wagner, hier nun ein persönliches Geburtstagsständchen in Form einer Musikvideobotschaft von zwei Jungwagnerianern, die Ihnen darin ihren humoresken Lösungsansatz des Ticketproblems zeigen wollen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Für die Festspiele in Bayreuth brauch ich ein Ticket und das noch heut. Aus Richard Wagners Opernwelt will ich hören Tristan, diesen Held. Ne Eintrittskarte zu die Feen, auch dieses Oeuvre muss ich sehen. Mir ist's bisher noch nicht gelungen, den Ring zu hören, des Nibelungen. Ich brauch ne Karte, liebe Leute, will Rienzi erleben, hier auf Bayreuth. Den Lohengrin und das Liebesmahl, die Meistersinger in diesem im Saal. Am grünen Hügel auf Bayreuth triffst du im Sommer viele Leute. An diesem Ort der Hochkultur begegnet dir Romantik pur. Am grünen Hügel jedes Jahr versammelt sich die Wagner-Schar und lauscht auf Sitzen unbequem Stunde um Stunde dem Geschehen. Im Festspielhaus über Bayreuth erklingt Musik, die sehr erfreut, in allerhöchster Qualität, dafür der Name Wagner steht. Ich will in Wagners Opern entdecken die Hoffnung, Verzweiflung, Wut und den Schrecken. Ich möchte das alles in mir aufsaugen, wie Brünnhilde verliert ihren Glauben. Da Hagen ersticht Siegfried den Recken, die Reittöchter dann den Ring einstecken. Ich will in den Pausen im Park flanieren und mich ganz in Wagners Welt verlieren. Die Büste betrachten, wo er in Pose nachdenklich anschauen, die ganze Schoße. Die Roben bewundern, den Prunk bestaunen, den Wotan hören mit innerem Raunen. Ich will erleben dieses Sommermärchen, Gunther, Gutrune, das Geschwisterpärchen, das hohe A vom Heldentenor. Das will ich hören, das hab ich vor. Ein Sax aus Nürnberg im Sängerkrieg, voll an Emotionen, das ist Musik. Die Besten der Besten hier musizieren. Ja, Wagners Musik wird dich faszinieren. Den Tristan-Akkord will ich betrachten. Gespielt, er klingt langsam und schmachten, wie Wagner schrieb in die Partitur. Das zu erleben, das will ich nur. An diesem Ort der Hochkultur begegnet dir Romantik pur. Am grünen Hügel jedes Jahr versammelt sich die Wagner-Schar und lauscht auf Sitzen unbequem Stunde um Stunde dem Geschehen. Im Festspielhaus über Bayreuth erklingt Musik, die sehr erfreut, in allerhöchster Qualität, dafür der Name Wagner steht. Die geile Akustik in diesem Saal möchte ich spüren in Wagners Parsifal. Der fliegende Holländer, ta-ta-da-ta, wird er erlöst werden von Centaur? Tja, Wagner löst die Konflikte fast nie. Er ist harmonisch, innovativ. Er deutet eine Lösung an. Musikalisch passiert was anderes so dann. Nun Liebe, Totschlag, Hass und Neid, das zu erleben auf Bayreuth macht süchtig und verleiht dir Flügel. Und das jedes Jahr auf dem grünen Hügel. Am grünen Hügel auf Bayreuth triffst du im Sommer viele Leute. An diesem Ort der Hochkultur begegnet dir Romantik pur. Am grünen Hügel jedes Jahr versammelt sich die Wagner-Schar und lauscht auf Sitzen unbequem Stunde um Stunde dem Geschehen. Im Festspielhaus über Bayreuth erklingt Musik, die sehr erfreut, in allerhöchster Qualität, dafür der Name Wagner steht.